So, was geht ab, liebe Freunde? Willkommen auf Sunrise Hooker Shop TV. Bleibt dran. So, wie gesagt, wir rauchen heute von Hukain. Mongo Loco heißt das. Einige haben gesagt, ich soll ein Review dazu machen, haben mich privat angeschrieben. Deswegen machen wir das jetzt Ganze. Bam. Und zwar, wie gesagt, die Anlehnung an dieses Monster Energy Getränk Mango Energy war, glaube ich, die Inspiration, weil man sieht auch so ungefähr von den Farben und von den Bildern, dass das ziemlich sich ähnelt. Ich rauche das Ganze auf einem Kalaut, auf einem Glaskopf mit einem Kalaut oben drauf. Habe jetzt nur noch 2 Kohle, weil am Anfang mit 3 Kohle war ein bisschen zu stark. Viele von euch kennen den schon, ich hatte ihn im Shop gehabt, aber wie gesagt, die Leute haben gesagt, mach mal ein Review dazu und hier bin ich. Was machen Sachen? Rauchverhalten ist ja ziemlich nice, das qualmt ziemlich gut, wie ihr sehen könnt. Ich ziehe ab und zu mal und ja. Den Schnitt kann ich euch auch kurz mal zeigen. Wir haben hier von Hukain wie immer Alufolie drauf. Deswegen könnt ihr manche kommen dann in den Shop, weißt du was die machen? Die machen dann, drücken da so drauf, wollen was riechen und ich sage dann, das geht nicht. Und die drücken weiter. Und ich sage, das geht nicht, du kannst nicht daran riechen und der drückt alles weiter. Ich denke, du Digga, stehst du auf Plastik, Alter? Rauchst du gern Plastik oder... Da, du kannst nichts riechen. Da ist immer so ein verschlossener Deckel, so ein Alu-Verschluss. Du kannst da nichts riechen. Aber egal, drück einfach weiter. Vielleicht riechst du irgendwann was. So, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt... Oh, hier ist die Kamera. Wie ihr sehen könnt, wieder nicer Schnitt. Sehr schön geschnitten, wenig Äste. Tabak ist gut eingezogen. Ihr müsst, wenn die Dose auf ist, erstmal schön durchrühren, dass die Molasse sich nochmal ein bisschen verteilt. Und ja, dann könnt ihr auch direkt Kopfbau starten und losrauchen. Zu dem Tabak muss ich sagen, der Geschmack, also dieser Mango-Aroma, der ist ziemlich nice. Also es ist wirklich eine nice Mango-Aroma. Mango ist eh für mich immer so ein Aroma, was man nicht so gut trifft. Was die meisten Hersteller nicht so gut treffen. Deswegen, hier hat man wirklich so einen richtig süßen Mango-Geschmack. Was mir ein bisschen fehlt, muss ich ehrlich sagen, ist die Energy-Note. Also wenn ich könnte... Und wenn ich denen jetzt den Leuten von Hukain einen Tipp geben könnte, würde ich sagen, tut doch ein bisschen mehr Energy hier rein. Dann würde das diesem Getränk ein bisschen mehr ähneln. Aber an sich ist eine geile Kombi. Man schmeckt natürlich das Energy. Geile Rauchentwicklung. Kratzt nicht, drückt nicht. Mit 3 Kohle würde ich das erstmal anrauchen und dann 1 Kohle runternehmen, was ich gerade gemacht habe. Dann hat man auch nicht so einen verbrannten Geschmack, weil ich rauche manchmal stärker, aber manche Tabaksorten halten das nicht aus. Also bei dem würde ich sagen, mit 3 Kohlen anrauchen. Sobald man sieht, der Rauch wird dichter, 1 Kohle runter, dann kann man locker weiter rauchen. Und wie gesagt, ja, auf jeden Fall geiler Tabak, geile Mango-Note. Die Energy-Note ist auch ziemlich nice, bisschen mehr, aber ich bin so ein Energy-Typ. Am Abschluss wollte ich euch noch, wie gesagt, wir sind ja nicht so ein Geier-Team, wir von Sunrise Hooker Shop, wir droppen wirklich nur Geschenke. Wir verlosen, machen Gewinnspiele. Wir haben eine krasse Community. Ihr müsst euch vorstellen, wir machen das hier in einem, unsere Base ist jetzt hier in Hünfeld und wir haben hier mit 16.000 Einwohnern jetzt nicht die größte Reichweite, aber wir werden so krass supportet, das ist einfach mega aus. Buster Rhymes. Auf jeden Fall, wir werden krass supported, auch von Fulda, Tannen, Eiterfeld und egal wo die herkommen. Ihr seid mega, wirklich erstmal ein riesen Dank an euch. Unsere YouTube-Videos haben, das erste glaube ich hat 600 Klicks jetzt, das zweite hat 400 Klicks. Wir haben mega Kommentare drauf, geile Resonanz. Die Leute freuen sich darauf, denen gefällt unser Video. Ja, so, das war's schon wieder von uns und hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und wie gesagt, supportet uns weiter, Support ist kein Mord.